So, herzlich willkommen zur neuen Börsenwoche. Zuerst natürlich der Risikohinweis. Meine Analysen stellen keine Anlageberatung dar. So, dann beginnen wir zunächst mal mit der Kursliste des DAXes und der Gewinn- und Verliererliste. Die RWE-Aktie und die E.ON-Aktie sind heute im Fokus. Und hier wurde ja für letzte Woche das Long-Setup, was aber halt nur ein Kursziel, das erste Kursziel von 11,11 Euro hatte. Hier gab es einen bärischen Abprall und der Kurs stieg halt in der Folge noch weiter an und steht jetzt im 4-Stunden-Chart vor dem EMA 200 und eben an dem horizontalen Widerstand gab es hier jetzt einen bärischen Abpraller. Also hier ist womöglich erstmal auch mit Kursrücksetzer zu rechnen. Die E.ON-Aktie war ein Kursziel eben von 9 Euro letzte Woche angesagt. Ging jetzt hier sind wir im Stundenchart unterwegs. Aber auch hier sieht man in den höheren Zeitebenen, dass es eben genau an diesem horizontalen Widerstand oder an dem Hoch der Kurs rangelaufen ist. Und hier sind dann größere Verkaufsorders im Markt. Auch hier wird dann eher im Prinzip mit einem Kursrücksetzer Richtung 9 Euro oder 9,50 Euro eben spekuliert. Und dann muss man mal sehen, ob man hier nochmal kurzfristig kann man sicher die Long-Seite nochmal spielen. Noch der Verlierer, die Bayer AG. Da gab es auch nur kurz letzte Woche ein kleineres Setup. Naja, sollte hier bei Triggermarke war über 117 Euro. Ging natürlich nicht darüber und kämpft jetzt ja mit den Lows um 110, 111 Euro. Die Aktie sollte man in jedem Fall auf der Watchliste haben, um zu schauen, ob hier nicht mal endlich ein bullisches Reversal sich anbahnt. Allerdings wird hier eher spekuliert natürlich, dass eine negative News rauskommt und der Titel natürlich weiter nach unten wegbrechen bricht. So, dann kommen wir zum DAX. Hier hat er jetzt die Marke, das letzte Kursziel von letzten Woche von 10.036 ja überwunden. Steht aktuell drüber. Und man sieht hier sehr schön, er hangelt sich eben am Rainbow hoch. Und hier gab es eben jeweils nur einen Kursrücksetzer bis zum EMA 38. Und alles, was jetzt über 10.060 ist eigentlich ja, sehr bullisch zu werten. Ja, Kursrücksetzer auf die Wolke, horizontaler Widerstand, also ja, sieht eigentlich recht bullisch weiter aus. Ich habe am Wochenende einen neuen Chart erstellt, wo eben mögliche Umkehrkerzen stattfinden können oder größerer Verkaufsdruck. Dass wir einerseits bei den 10.260, das resultiert aus dem Monatschart heraus, der nächste Widerstand ist bei 10.380, das ist aus dem Weekly, und die nächsten Widerstände, also meine Widerstände 10.570, 10.650, und 10.800, rund 10.820. Also heute könnte noch die Marke eben von 10.260 dann im Fokus stehen. Und hier ist dann eben zu achten, hier sind wir im Xetra unterwegs, hier ist eben noch ein offenes Gap. Und da sollte es zunächst heute erstmal was nicht drüber gehen.
Aber dass die Marke eben angelaufen wird, ganz gerne Gap Closes stattfinden, steht außer Frage. So, dann schauen wir noch den Bund Future ganz kurz an. Hier ist noch das Setup noch nicht getriggert worden unter die 155,70. Auf jeden Fall ist hier eben auch zu achten, wenn die Marke getriggert wird, ist ja im Gegensatz dazu, läuft wahrscheinlich der DAX weiter hoch. Also sollte man auch, wer jetzt nicht unbedingt den Bund tradet, trotzdem auf diese Marke achten. So, dann schließe ich erstmal die Sachen. Welches Setup aktuell noch läuft, ist eben australischer Dollar, US-Dollar. Hier wurde das letzte Woche eben getriggert an der 0,7250er Marke. Ein Rücksetzer findet aktuell noch nicht statt zum Ausbruchslevel. Alles weiter bullisch. Jedoch wäre eben auch ein Rücksetzer an das Ausbruchslevel nichts Ungewöhnliches und würde natürlich das bullische Bild nicht eintrüben. Also wenn noch nicht investiert ist, sollte auf den Rücksetzer ja zwischen an dieser Bandbreite zwischen 0,722 und 0,7250 abwarten. Kommen wir noch schnell zum Euro-US-Dollar. Hier ist der Kurs aus dem kleinen Box-Setup nach oben ausgebrochen. Das Kursziel eigentlich so gut wie eben angelaufen, abgearbeitet. Größeres oder höheres Kursziel, also Kurszielbestimmung fand nicht statt. Aber auf jeden Fall ist alles bullisch zu werten, solange er eben über die 1,13er Marke eben bleibt. Hier liegt eben auch auf der Stundenchart die Unterkante des Rainbows. Also hier drunter sollte der Kurs im Stunden, wer im Stundenchart unterwegs ist, nicht fallen. Hier würde sich eben auch dann ein Stopp anbieten. Kommen wir auch noch zum Highflyer der letzten Woche. Hier hätte ich gerne zu Volkswagen AG. Hier hätte ich gerne einen Rücksetzer in den Bereich von 1,2 gesehen, um dann eben nochmal in den Pullback einzusteigen und auf höhere Kurse zu spekulieren. Es sollte eben hier das Level von 111 erreicht werden. Ja, es wird eigentlich das Kursziel von 125 aktiviert. Allerdings liegt eben da dann der Stopp eben auch fast mindestens 10 Euro weg. Also es ist auch nur ein Chance-Risiko-Verhältnis von ca. 1. Besser wäre eben, es würde eben runterfallen auf die 102. So, noch ganz kurz zum Nasdaq 100. Hier liefen leider das Gap wurde hier leider eben nicht geschlossen, der untere Punkt nicht ganz angelaufen, aber das Kursziel von genau 4400 steht noch im Raum und sollte, ja, die Vorbörse ist aktuell leicht positiv. Im Idealfall sollte das Kursziel heute angesteuert werden und dann eher wieder seitwärts bis leicht nach unten tendieren. Ich werde heute Nachmittag oder halt ab heute Vormittag dann noch eine größere US-Analyse schreiben und die wird dann eben online gestellt gegen ca. 14 Uhr. Ich wünsche allen eine erfolgreiche neue Börsenwoche und bis später.